Immer wieder fragen uns Zuschauer, was ist denn das für ein Begriff, den du da erklärt? Den kenne ich gar nicht. Heute wieder möglicherweise der Fall Guilty Pleasure. Kennt nicht jeder, ist ein englischer Begriff, heißt so viel wie schuldiges Vergnügen. Also eine Freude, die man aus etwas zieht, für das man sich aber schämt, weil alle anderen das eigentlich ziemlich kacke finden. Das können also Musik sein, das können Filme sein, das können aber auch Spiele sein, wo die Allgemeinheit sagt, boah, ist das kacke, das würde doch niemand freiwillig zocken, gucken oder hören. Ja, aber man selber sagt, das finde ich ganz geil, würde ich aber nicht öffentlich zugeben. In meinem Fall ist das zum Beispiel Clash of Clans, eines der wenigen Mobile-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Habe ich damals mit meiner Band in Köln rauf und runter gesuchtet. Ich habe dann irgendwann aufgehört, da bin ich heute froh drum und habe das Ganze sogar noch in 30 Sekunden beantwortet. Ja, mein größtes Guilty Pleasure Game ist eigentlich nicht ein einziges Spiel, sondern gleich eine ganze Serie, und zwar eigentlich jedes Lego-Spiel. Da wird es jetzt viele geben, die sagen, das sind noch gar keine schlechten Spiele. Ja, das stimmt, die sind nicht schlecht, aber sie sind schon sehr für Kinder, sehr einfach. Sie sind alle gleich, aber das ist mir egal. Ich kann da gut entspannen, ich sammle die kleinen Steinchen, man baut ganz schnell was zusammen, man kann es zu zweit spielen. Das hat oft so viele Charaktere, teilweise über 100, Star Wars und Jurassic World, alles, das habe ich alles gespielt und ich kann super gut entspannen, obwohl es eigentlich Kinderspiele sind. Guilty Pleasure Games sind wahrscheinlich der Grund, warum mein Pile of Shame der größte in der ganzen Redaktion ist. Denn ich kann Stunden damit verbringen, kleine Rätselspielchen zu spielen, wie zum Beispiel Picross. Da bin ich jetzt gerade im Moment drauf hängen geblieben, nachdem ich für Unter dem Radar Murder by Numbers getestet habe. Und keine Ahnung, abends einen Podcast an, die Switch in die Hand und gleichzeitig dann, keine Ahnung, nichts anderes machen. Das ist, wie ich mir einen Feierabend vorstelle. Mein Guilty Pleasure Game heißt Bacon und es ist ein Handy-Game. Und das ist sehr simpel. Man hat ein Stück Bacon und man muss den Bacon in die Pfanne fallen lassen und dann mit der Pfanne irgendwo drauf flippen. Hier in dem Level ist es jetzt gerade Stonehenge. Und es ist in jedem Level was anderes. Eigentlich so gut wie alles. Ich habe das schon viel zu lange gespielt. Ich bin viel zu weit, so weit, dass mittlerweile dem Entwickler nicht mehr Sachen eingefallen sind, wo man was noch drauf machen kann und man eigentlich nur noch auf so Twitter-Messages den Bacon flippen muss. Ich schäme mich auch ein bisschen. Aber es macht halt irgendwie Spaß, was soll ich sagen. Das ist bei mir tatsächlich nicht nur ein Spiel, sondern ein ganzes Genre, nämlich shitty Wimmelbildspiele. Das sind Dialoge zum Fremdschämen, Minigames, die überhaupt keinen Sinn ergeben, eine Story, die von vorne bis hinten kompletter Schmuh ist und auch einfach ganz oft wildes Hin- und Hergeklicke, weil es einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, dass man diese zwei Gegenstände miteinander kombinieren muss und kein normaler Mensch darauf kommen würde. Kostet meistens 99 Cent, man hat so 3-4 Stunden Beschäftigung, mir macht das einfach Spaß, aber ist halt schon Scheiß aus der Hölle. Mein Guilty Pleasure ist Genesis Alpha 1, fand fast jeder blöd, hat auf Metacritic einen User-Score von 4,5 und einen Critic-Score von 6, ist also nicht krass, aber ich fand's toll. Also du hast ein Raumschiff, was du modular erweitern kannst, das kann riesig groß werden, du kannst Klone züchten, die du dann auch selber steuern kannst aus der Ego-Perspektive, du erweiterst also deine Crew, du erforschst die Galaxie, um Planeten zu finden, Rohstoffe zu sammeln, Aliens abzuknallen und ich fand, das hat einfach echt eine geile Atmo gehabt und es hat mir Spaß gemacht, obwohl es nicht so gut ist. Mein Guilty Pleasure Game ist die Earth Defense Force Reihe, also EDF, spiele ich total gern immer noch, ist totaler geil, großartig japanischer Blödsinn, große Spinnen, große Ameisen, riesige Monster, Godzilla-like, riesige Roboter, Frösche in Rüstung, die du wegballern musst, du kannst alles zerstören. Und die FPS ist für den Arsch, du kannst dich kaum bewegen, wenn der ganze Bildschirm voll fuselt, aber es macht so viel Spaß mit EDF! Aus irgendwelchen Gründen, und ich weiß nicht genau, welche es sind, finde ich Parappa the Rapper ganz geil. Also eigentlich, der Stil ist grausam, die Figuren, diese 2D-Papierschnittdinger, die sehen eigentlich scheiße aus. Die Texte von den Rap-Songs sind scheiße. Ich kann mich noch an den einen erinnern, wo er irgendwie Auto fahren lernt oder so. Und es geht nur darum, dass er aus Gas und auf die Bremse tritt. Die Steuerung war auch nicht so richtig geil. Eigentlich war es alles nicht so geil, aber ich finde es trotzdem Hammer. Ist so ein gute Laune-Spiel für mich. Ich weiß nicht warum. Das Spiel bei mir heißt Icy Tower. Dieses Spiel habe ich viel zu viel gespielt. Das Spiel ist nicht sonderlich gut, das Spiel ist nicht sonderlich umfangreich. Aber es hat mich unterhalten und ich bin süchtig gewesen. Sehr, sehr viel, wenn ich davon spreche, werde ich schon wieder ein bisschen abhängig. Du steuerst einen kleinen Homeboy, so heißt dieser Mensch in dieser Welt. Sieht aus wie ein Hip-Hop-Dude. Steuerst du und willst ihn eigentlich nur um möglichst hoch in diesem Turm sehen, ne? Also willst ihn nach oben befördern. Er kann Sprünge machen, er macht immer geilste Salti, er kann sich von Wänden abstoßen, auf eine neue Plattform kommen und du kannst Kombos decken. Und er hat... Mein größtes Guilty Pleasure Game, und ich weiß, der Begriff Game ist da schon etwas gedehnt, sage ich mal, sind Klickerspiele. Insbesondere ein Spiel habe ich sehr lange gespielt, und zwar Cookie Clicker, das ist ein Browser Game und man drückt eigentlich nur auf den Cookie und die Zahlen gehen hoch. Mehr ist es nicht, aber es hat irgendwas ungemein Befriedigendes tief drin, einfach nur Zahlen nach oben gehen zu sehen. Es ist ein bisschen peinlich, aber ey, zwischendurch habe ich so Phasen, da brauche ich das und dann spiele ich das so ein paar Wochen lang durch. Es ist nicht schön, aber es ist so, ja.
Mein Guilty Pleasure Spiel ist Locoroco. Man spielt dort nämlich ein kleines spackeliges Bällchen, was durch Essen immer größer wird. Und wenn man ein bisschen größer ist, kann man sich dann in kleine schwabbelige Bällchen zerteilen. Und man muss dann halt so seine kleinen Missionen lösen und natürlich auch die Welt retten. Und es ist halt einfach so extrem niedlich. Die Musik ist auch so niedlich und alles ist einfach zuckersüß. Und deswegen ist es auch ein Guilty Pleasure, weil es ein offensichtliches Kinderspiel ist und ich es immer noch mag. Mein Guilty Pleasure Game ist Terminator Resistance aus dem letzten Jahr. Und zwar ist das Spiel ja recht mittelmäßig, bisschen zu scheiße. Und man könnte ja auch Doom Eternal oder Wolfenstein spielen, irgendwas Gutes im Shooter-Bereich halt. Aber dieses Spiel macht eine Sache richtig gut, und zwar das 90er und 80er Jahre Filmflair visuell und akustisch auf den Bildschirm zu zaubern. Und weil das so gut gelungen ist und ich als kleines Kind diese Filme so aufgesogen habe, habe ich die ganze Mittelmäßigkeit einfach ignoriert und mittelmäßig sein lassen, und dafür sollte ich mich natürlich schämen. Was sind eure Guilty Pleasure Games, also die Spiele, von denen niemand wissen darf, dass ihr sie gern habt? Schreibt sie in die Kommentare, wir würden es gern wissen. Außerdem vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und die Glocke anzumachen. Dann haben wir hier noch ein Video von uns, was sehr cool ist, und unten drunter ist noch eins von Cinema Strikes Back über die 10 erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Check it out!